Jump. Jump. Hui. So, jetzt guck mal, da ist wieder einer. Ja, den haben wir bekommen. Den haben wir bekommen. Da haben wir wenigstens noch unseren Trostpreis. Es tut mir so leid. Du bist nur der Trostpreis. Und immer wenn der Mond scheint, denke ich mir, da ist noch Luft nach oben. So, jetzt nicht wieder drücken, weil jetzt müsste ich auch gerade... Hä, wie viel habe ich denn eben ausgegeben, dass ich jetzt auf einmal Diamanten zahlen muss? Was? Okay, wir haben auf jeden Fall zwei von diesen, von dem Bärenstein hier noch bekommen und noch einen von dem blauen. So. Und jetzt kann ich euch gleich dann mal noch ein neues Pferd vorstellen. Die beiden schicke ich dann jetzt aber schon mal ins Training. So. Und jetzt wird es nochmal interessant. Die Reise geht weiter nach... Ich liebe Deutschland. Ich liebe Deutschland. Ich liebe Deutschland. Auf nach Füssen! Ja, und hier haben wir ein komplett neues Pferd einer komplett neuen Rasse. Denn was reingekommen ist, und ganz ehrlich, mir sagt die Rasse überhaupt gar nichts. Ganz neu reingekommen ist der Warländer. Der Warländer finde ich so eine Mischung aus Meron, Friese, sonstiges Kaltblut. Und er wird der Warlander. Warlander ausgesprochen. Kann auch sein, dass es Warlander ausgesprochen wird und nicht Warländer. Aber mir sagt die Rasse nichts. Mir sagt die Rasse absolut nichts. Es ist auf jeden Fall ein Stütchen geworden und ich habe sie Brienne genannt. Kommt standardmäßig mit Tempo, Silber und einem Schleifchen, Ausdauer und Sprung mit Schleifchen auf Bronze. Und ihr züchtet sie, ich zeig's euch gleich mal noch ganz kurz. Finde ich übrigens ein Träumchen mit den blauen Augen. Ihr züchtet sie... Gewöhnliches Pferd. So, wir müssen jetzt ganz nach unten durchscrollen. Ihr züchtet sie mit Percheron und Brabanta. Oder Azteca und Brabanta. Habe ich beides nicht gemacht. Ich habe einfach mit Connys Warlander gezüchtet. Ich denke mal, wahrscheinlich ist es eher Warlander. Ja, und dann habe ich noch mit Connys Stufe 2 Warlander und meinem T4 Brumby gezüchtet. Und was ist rausgekommen? Ein T2 Warlander. Und zwar sogar noch ein Hengst. Das heißt, ich kann ihn dann mit Brienne zusammenbringen. Mega coole Sache. Und ihr seht es, das Ganze geht dann vom Schwerpunkt bei dieser Rasse ein bisschen mehr auf die Geschwindigkeit. Sehr, sehr schick hier diese Farbe auch. Ich weiß gerade gar nicht, was das Pferd für eine Farbe bekommt in der T3-Version. Wir gehen mal auf T3. Ein brauner. Okay. Aber ich finde, es ist ein sehr, sehr schönes Pferd. Gefällt mir unheimlich gut. Ich habe es tatsächlich gar nicht mitbekommen. Ich habe nur gesehen, dass das Weihnachtswunder wieder ins Spiel kommt. Und habe ich das Pferd durch Zufall bei Conny gesehen und wollte es direkt mal versuchen, das zu züchten. So, Level 9 hat die kleine Brienne jetzt erreicht. Mal gucken, wie gut sie dann wird. Warte mal, wir könnten eigentlich Brienne auch mal irgendwie was Schönes anziehen. Das wäre doch mal was. Also ich glaube, Brienne kann auch einiges tragen. Guck mal, hier wirkt sie eher so ein bisschen braun. Aber sehr schön, finde ich, ist sie, ne? Ah, guck mal, das ist süß auf ihr. Wobei man hier, man sieht bei dem Licht die Nüstern kaum. Das sieht ein bisschen befremdlich aus. Schick. Très chic. Wie sieht denn sowas auf so einem Pferd aus? Auch cool. Also ganz ehrlich, das Set, das sieht auf jedem Pferd einfach nur mega aus. Das steht ihr auch sehr gut. Ich finde, das ist zu dunkel. Das beißt sich auch irgendwie... Guck mal, das ist auch schön. Aber hier geht die Decke leider so ein bisschen durch. Ja, so ein bisschen viel geht die da durch. Aber es sieht trotzdem hübsch aus. Obwohl, ich finde eigentlich, das passt jetzt nicht so richtig zu ihr. Nee, nee, das mach mal wieder weg. Das backt auch zu sehr durch. Hat man gerade noch mal ganz gut gesehen.
Also ich mag das hier. Oha, nee, das sieht ganz schlimm aus. Sind die alle so fett? Die Bandagen sind bei dem Pferd echt alle so fett. Krass. Gib mir den Herzchen. Die hier vielleicht dazu? Nee. Kann ich die eigentlich auch irgendwie wieder ausziehen? Einzelne Teile? Nee, ne? Ich kann nur das komplett ausziehen. Wenn ihr wisst, ob ich auch einzelne Teile ausziehen kann, dann könnt ihr mir das ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Man, das steht doch eigentlich ganz gut so, oder? Also ein schickes Hütchen. Nee, das passt da gar nicht zu. Ich weiß es nicht. Hier haben wir das gar nicht bei, das weihnachtsmäßige Set, oder? Das hier sieht natürlich, also das ist bei so einer Rasse ist das mega. Richtig schick. Schön sieht das aus. Wobei ich jetzt für sie jetzt gerade hier nicht unbedingt Geld ausgeben möchte. Den Hut habe ich mir leider gar nicht gekauft. Ich finde halt, es ist unvollständig, wenn ich da jetzt kein Zaumzeug zu drauf packe eigentlich. Aber ich finde den Sattel schon schön. Auf ihr. Sie bekommt den einfach mal. Gucken wir uns mal eben von außen an und dann kriegt sie gleich noch Möhrchen. Doch, also ich finde, es steht ihr, oder? Was meint ihr? Was haben wir hier gerade im Baumhaus? Ich glaube, hier ist jetzt gerade nichts so Special-mäßiges bei. Nee, nichts, was ich kaufen würde. Ja, hier Stufe 5 ist halt Mist. Ich würde ganz gerne das Stufe 5-mäßige freischalten noch. Aber das setzt sich halt immer wieder zurück. Ich glaube nicht, für 640 könnte ich das komplett aufwerten. Da sind halt schon mal sehr interessante Sachen bei. Da sind auch schon mal interessante Pferde bei, wobei ich die dann auch wieder für Diamanten kaufen müsste. Ja, ich glaube, ich werde erstmal wirklich die Sachen aufwerten, die wichtiger sind, dass sie aufgewertet werden. Wie Oasen und Scheunen und sowas. Und dann kann man ja immer mal noch gucken, dass man das vielleicht, sich mit den Diamanten noch auf die letzte Stufe aufwertet, weil es funktioniert halt einfach nicht. Es buggt. Ich kann da nichts dran machen. Haben wir Rüben? Nope. Wir haben keine Rüben mehr für Adriana, aber ich weiß, dass wir welche angebaut haben. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Also, auf nach England. Noch müssen wir keinen Zoll zahlen. Noch müssen wir keinen Zoll zahlen. Noch können wir die Rüben so importieren. Solange sie noch nicht aus der EU ausgetreten sind, ist alles noch im grünen Bestellbereich. So, Rübchen. Erdbeerchen. Und Salat. Ich glaube, ich habe nicht mehr so viel Salat. Da haben wir den Salat. Now we have the salad. So. Ja, und hier kann ich gerade nicht wirklich was machen. Meine Ladies und Lately Men, die sind alle auf der Weide. Aber jetzt habe ich ja genug Rüben, um Adriana noch Rüben zu offerieren. Dann kann die noch ein bisschen was mampfen. Kriegt die noch was zwischen die Pferdekiemen. AKA Zähne. So. Und zack. 88 Erfahrungspunkte. Nicht viel. Oh, die möchte auch was von dem Rübensalat, aber davon hatten wir doch nichts mehr. Ja, dann müssen wir den wohl noch herstellen. Dann müssen wir den wohl noch herstellen. Und ich bin immer noch am Überlegen. Ich muss noch mal gucken. Ich gucke gleich noch mal gemeinsam mit euch fix, was ich noch mal brauche, um einen Soraya zu züchten. Weil die finde ich schon auch sehr, sehr schick, muss ich sagen. So, können wir hier erstmal alles Mögliche ernten? Wie? Ich habe nicht mehr genug Rüben dafür. Was? Ich glaube das ja nicht. So, lass uns mal ganz kurz gucken. Was brauchen wir?
So, einmal nach unten. Für das Soraya brauchen wir Clydesdale und Schwarzwälder. Hätten wir rein theoretisch. Clydesdale und belgisches Warmblut hätten wir auch. Oder Clydesdale und Shirehorse. Wir haben das definitiv. In den USA hätten wir das. Alles beides. Müssten da beide in der Oase sein. Schwarzwälder. Ich weiß es nicht mehr, wo meine Schwarzwälder Stute ist. Ich habe auf jeden Fall in den USA ein Clydesdale Hengst. Aber wo ist meine Schwarzwälder Stute? Da bin ich gerade ein kleines bisschen überfragt. Muss ich euch ganz ehrlich gestehen. Jetzt kriegen wir keine Verbindung mehr. Verbindung ist einfach lost. Hallo? Verbindung? Jemand zu Hause? Was ist da los? Grummelgrumpf. Ja, also ich glaube, das Spiel sagt mir gerade überdeutlich... Hör auf zu spielen! Hast genug gespielt für heute! Ich will nicht mehr, kein Bock, gib mir meine Privatsphäre! Ja, das heißt, es macht jetzt eigentlich nicht wirklich noch Sinn, mit einem Blick auf meine Aufnahmeuhr, dass ich jetzt das Spiel nochmal neu starte und extra noch reinkatte und gucke, was wir da noch für Pferde haben, beziehungsweise wo meine Schwarzwälderstute ist und wo der Clydesdale-Hengst ist. Ich denke, das werde ich dann einfach mal noch im Off machen und vielleicht schon mal ein bisschen vorbereiten. Sollten die irgendwo dastehen, wo es gerade für mich Sinn machen würde, was anderes zu züchten? Ich bin ja momentan tatsächlich zuchttechnisch noch relativ ausgelastet. Gucken wir einfach mal. Ich bedanke mich auf jeden Fall ganz herzlich fürs Zuschauen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss!